Und Tore Alexanderson fängt schon an zu reden. Da sind noch gar nicht alle da. Schauen wir auch mal auf die andere Seite. Der kroatische Trainer redet mit beiden Händen. Sehr ausschweifend. Stellt er die eine oder andere Frage an seine Spielerin, was machst du da? Oder sowas in der Art. Aber es scheint keine so richtige Antwort zu kommen. Ja, die technische Auszeit damit vorbei. Und Patricia Thormann mit der Angabe. Schöner Mittelblock der Schwerinerinnen. Und auch da waren sie sich nicht recht einig, was sie machen sollten. Ah, als Variante eigentlich ganz gut gedacht, Kaufeld und dann Hanke nicht abgelegt, sondern direkt rüber gespielt, aber der Ball war zu weit. 8:7. Zdrilic mit der Angabe. Hanke, Kaufeld, schlecht abgelegt. Deshalb schwer zu machen für Kaufeld. Fabrice scheitert am Schweriner Block. Versucht es nochmal. Jetzt aber als Heber. Thomsen gut aufgepasst und Schaus mit dem Punkt. Denise Hanke mit der Angabe. Nach dem Hammer, wie sie es in der Halle bezeichnen. Guter Aufschlag. Und der Ball von Maras am Schweriner Block bleibt auf der Schweriner Seite. Deshalb Punkt für die Gäste. Und Samantha Fabrice. Nein, das ist Madlenka Vrkić, die da zur Angabe kommt. Und Kaufeld mit dem Punkt. Schwerin wieder die kurze Variante, nicht so sauber gespielt. Bleibt ein bisschen am Block hängen, aber der Ball bleibt auf kroatischer Seite und das ist letztendlich die Hauptsache. Adlerova. Und der war auf dem Boden und damit das Ass von Adlerova 11:8. Davon brauchen wir mehr. Hat die Aussage, die Tore Alexandersson da gewährt hat, gut getan. Denn auch dieser Ball der direkte Punkt für den Schweriner SC. Kriegen die Kroaten da nicht unter Kontrolle. Und der kroatische Trainer dürfte damit nicht zufrieden sein und nimmt direkt die Auszeit. Breitet beide Arme aus. Ja, Mädchen, was macht ihr da? Das ist das wievielte Mal, dass du da nicht richtig hingehst? Das, sowas in der Art könnte das jetzt sein, was er da sagt. Drückt eine deutliche Unzufriedenheit aus und das muss er auch, weil es steht 12:8 für den Schweriner SC. 4 Punkte sind seine Mädels hier in diesem zweiten Satz im Rückstand. Den ersten Satz haben sie schon knapp abgegeben mit 26:24. Und mit jedem Punkt für den Schweriner SC rückt ihr das aus im Challenge Cup sehr, sehr nah. Ja, der Ball in den Block geschlagen und dann kriegen die Schwerinerinnen den Ball nicht mehr richtig hoch. Punkt für die Kroaten. Technische Auszeit scheinbar seine Wirkung gezeigt. Und Brisic jetzt mit der Angabe.
Die größte Spielerin im Reihen der Kroate mit 1,91. Und Nadja Chaus, deutsche Nationalspielerin, setzt mit dem Schlag dagegen 13-9. Berit Kaufeld. Und der Punkt für Samantha Fabrice und Zedoka Rijeka. 13-10. Und die Angabe durch den Kapitän. Und Janine Völker schlägt in den Block. Und von da aus geht der Ball ins Aus. Und deshalb der Punkt für Schwerin. Also wenn es so gewollt war, war es ziemlich gut. Ansonsten haben sie Glück gehabt. 14-10. Nadja Chaus. Und der Block von Denise Hanke. Erfolgreich. 15-10. Und es gibt nicht die zweite Auszeit für Rijeka, sondern der Trainer Lovrinov wartet auf die technische Auszeit, die ja beim 16. Punkt kommen würde. Und diesmal ist der Block nicht so erfolgreich von Hanke und Thormann. Und der Punkt für Rijeka. 15-11. Und Adlerova scheitert am Netz, wenn ich das richtig gesehen habe. 15-12. Und jetzt Samantha Fabrice mit der Angabe. Und die war zu weit und deshalb der Punkt für Schwerin. Und deshalb auch technische Auszeit 16-12. Zweite technische Auszeit in diesem zweiten Satz. Wir schauen nochmal auf den Schweriner SC und auf Tura Alexandersson. Der auf Wendula Adlerova einwirkt, die unglücklich wirkt am heutigen Tage. Sanderson gewöhnlich lässt seine Mädchen früh los in die entscheidende Phase des zweiten Satzes. Die Glocke ist geklingelt und es ist Angabe für den Schweriner SC. Janine Völker. Block von Dormann und Adlerova. Erneut, diesmal kriegen sie ihn aber nicht unter Punkt durch Andelic. Auf 16-13. Andelic mit der Angabe. Und Thormann mit Glück. Da kam Maras nicht richtig hin. War sie zu früh unten und kriegt dann die Hand nicht unter den Ball. 17-13. Thormann. Punkt für die Kroaten jetzt, weil wohl eine Schwerinerin im Netz war. So zeigt es der schwedische Schiedsrichter an.
17 zu 14. Zu Drillage. Chaos aus der Mitte zu weit. 17 zu 15. Trotz des guten Standes in diesem Spiel doch viele Unforced Errors, wie man das so sagt. Vermeidbare Fehler bei den Sparrinnerinnen. Kaufeld schlägt den Block, holt den Punkt. Von Hanke wieder aufgelegt, aber wieder ein Stück zu weit. Kaufeld kommt nicht richtig hinter den Ball. Und Hanke jetzt mit der Sprungaufgabe. Wahnsinnig gut getimed und der Block von Schaus und Kaufeld. Und da erneut die Auszeit genommen von Rejeka. Ja, es gibt eindeutig Gesprächsbedarf auf kroatischer Seite. Es sind 4 Punkte Rückstand in diesem entscheidenden Teil des zweiten Satzes, 19 zu 15. Und die Damen kommen zurück und Megatech nimmt mal den Takt vor. Und die Auszeit ist eigentlich schon um, aber der kroatische Trainer spricht noch und motiviert seine Mädchen dann aber noch einmal. Einer für alle Vereinen. Und so ist es auch auf der Platte. Und die eine für Schwerin heißt jetzt Denise Hanke bei der Angabe. Und der ist rechts am Feld vorbei. Aus Schweriner Sicht. 19 zu 16. Und das war gut abgesprochen. Hanke und Kaufeld wieder die Kurzvariante. Da schrie Kaufeld kurz hip und dann kriegt sie den Ball und die kurze Variante gespielt. 20 zu 16. Und Schaus mit der Grundvariante. Das war ein gutes Spiel von den Sparrinnerinnen. Sie haben eine Variante gespielt, haben angetäuscht wieder auf die kurze Variante mit Kaufeld, spielen die dann raus auf Schaus und die nutzt die Chance zum 21 zu 16. Bendula Adlerova. Und jetzt kommt auf Sparrinner Seite Sandra Gusche für Janine Völker und nun Adlerova mit der Angabe. Und der Ball ist weg. Und damit der Punkt für Schwerin. 22-16. Adlerova. Mara sind im Block und von da aus ins Aus. 22 zu 17. Es gibt auch eine Aufwechslung auf der Seite von Rijeka. Zdrilic kommt zurück ins Spiel. Antelic geht raus. Und Angabe jetzt